Weiter geht die wilde Fahrt mit unserem super krassen Luftkissenboot. Mit der recht schwachen Taschenlampe oder Scheinwerfer. Großes Areal. Nee, halt. Schön ist, du kannst das Luftkissenboot hier auch drehen, wenn es steht. Ja, großes Areal. Ganz einfache Sache. Der hat sich auch ein bisschen glatt angestellt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Wurde schon ziemlich geil aussah, wo die so hunderten an Bomben so schöne 3-4 Reihen aus dem rausgefallen sind. War schön gemacht. Weiß man nicht, wo die alle versteckt hat, aber egal. Gucken wir jetzt hier nochmal kurz ein bisschen rum, ob es hier irgendwo ein Half-Life-Versteck gibt. Ansonsten düsen wir nach da vorne weiter. Andererseits ist es auch nicht schlimm, sich nochmal ein bisschen zwei Zeug einzusammeln. Wir müssen auf jeden Fall hier lang. Soweit so klar. Ist das Ding schönes Panorama? Im Sonnenuntergang. Am Wasser stehen. Mit der Schusswaffe und die Hubschrauber abwehren. So, kommt hier noch einer? Wo muss ich reinkommen? Observation. So, Ast rein weggesprengt. Oh, Jungs, ihr seid ja hier fantastisch ausgerüstet. Dankeschön, jetzt habe ich 3 Granaten. Für mein Maschinengewehr. Energie ist voll. Damit können wir nichts machen.
kurz nach hier hinten. Irgendeine Kiste, aber sieht mir jetzt nicht so wild aus. Der Seite ist auch nix. Ah, der G-Man, Tatsache. Schon wieder. Okay, ich schätze, wir müssen nach vorne hingehen. So, also ein Ohr konnten wir öffnen, alles klar. Genau, wir sollten ja auch zum Staudamm. Dann weiter kommen. Also ganz eigentlich, oh, viel passt, aber wird schon passen. Stimmt, wir sind auf dem Weg wie heißt er? Dr. Eli Vance und Alex. Weil das ursprüngliche Teleportieren nicht funktioniert hat. Schönen Flummiboot. War ja schon cool, dass die hier Fahrzeuge mit eingebaut haben. Black Mesa East und ich glaube, jetzt endet auch so allmählich die Fahrerei mit dem Boot. Okay, it's human. Hello? Take it easy in there. You're safe now. But you'll have to forgive the scanning process. We can't take any chances. Dr. Freeman? Gordon Freeman? Is that you? You've yep. made it here this quickly. Well, Eli is going to be amazed, not to mention relieved. I'm Dr. Mossman, Dr. Judith Mossman. I've been hearing about you since long before the Black Mesa incident. Oh. Black Mesa. I do so envy you working with Eli and Dr. Kleiner when they are at the top of their field. Ah, there we go. You can come through now. Dann mal auf die Luke. I'll take you down to Eli right away. He would never forgive me if I kept you waiting. Tschüss. We could certainly use the extra help around here. We've covered a lot of ground in the last few months, but things would go so much faster if we had more people with your training. We're closing in on a reliable local teleport technology, something the Combine still hasn't mastered. Eli thinks their portals are string-based, similar to our Calabi-Yau model, but they failed to factor in the dark energy equations. They can tunnel through from their universe, but once they're here, they're dependent on local transportation. If they knew what we were doing with entanglement. Oh. Listen to me. I sound like a postdoc. I'm just so excited to think that we'll finally have the chance to work together. Where was I? Oh, yes. Dr. Kleiner compressed the Zen relay far beyond anything he imagined at Black Mesa. We've figured out how to use Zen as an unexpressed axis.
effectively a dimensional slingshot, so we can swing around the border world and come back in local space without having to pass through. Oh, here's a Eli now. All right, good. You keep right up. Eli, look who I found in the airlock. Gordon Freeman. Let me get a look at you, man. My God, you haven't changed one iota. How do you do it? Now, let's see. The last time I saw you, I sent you up for help after the resonance cascade. I never thought it would take you this long to get back to me. Welcome to the lab, anyway. It's not Black Mesa, but it served us well enough. It's going to be a lot more like Black Mesa with Gordon here to help. Right you are. MIT graduates are few and far between these days. We'll get you out of that hazard suit and back into your lab coat, where you belong. Let me just finish up some work and I'll see what I can dig up. Dr. Freeman, it's been a real honor. I'm looking forward to working together. Feel free to look around. Lift in. Dr. Breen. He's the administrator of this whole vile business now. He ended the 7 hours war by managing Earth's surrender. The Combine rewarded him with power. Okay. Also nach dem Black Mesa-Inzident haben die Combine also die Erde in einem 7-Stunden-Krieg überrannt. 7 Stunden. Ja. Da kriegen manche Leute nicht mal auf Arbeit irgendwas gerissen. Und die übernehmen ganzen Planeten. Oh, Gordon! The Vortigaunt said you were here. I can't believe you made it so quickly on foot. I believe he broke your record, honey. Well, he earned it. I guess you proved you can handle yourself out there. There's nothing Gordon can't handle. With the possible exception of you. Dad, please. Take a look at this, Gordon. Ja, mach ich und du? Soll ich irgendwas drücken? Relieve me so I could come see Gordon. Anyway, I should be in here working on the portal. I have the repairs well in hand. Someone misjudged the capacity of the Combine thyristor. Are you blaming me? No, not at all. It was a calculation error, not a mechanical problem. Then maybe you should let me do the calculations next time, as well as installing it. Alex, really? Sometimes I think you deliberately misunderstand me. Alex! Why don't you take Gordon along and give him some practice with the gravity gun? Sure. Come on, Gordon. Let's go have some fun. The zero-point energy field manipulator is not a toy, Alex. Ugh, let's get out of here. Ah, ganz schöne Zicke. So I see you've met Dr. Mossman. She's one of the main reasons I spend so much time outside. You should hear her drone on about how it should have been her in the Black Mesa test chamber that day. I'm sorry, I shouldn't be talking behind her back. It just gets a bit claustrophobic down here. That's the old passage to Ravenholm. We don't go there anymore. Come on. We don't go to Ravenholm, naja. Ich denke mal doch, dass wir da noch hingehen. Beziehungsweise ich weiß, dass wir da noch hingehen. So, Gravity Gun, jetzt kommt ein schönes Spielzeug. So, here we are. The scrapyard.
This is a gravity gun my father was talking about. You can call it the zero-point energy field manipulator if you really want to. It's designed for handling hazardous materials, but we mainly use it for heavy lifting. Give it a try. The primary trigger emits a charge. You can punch stuff and send it flying. I found it handy for clearing minefields. The secondary trigger lets you grab things. You can throw them with the primary. Once you pick something up, you can drop it gently by pressing your secondary trigger again. Pick up some stuff and toss it. You can also pull stuff over from a distance. Try grabbing those barrels from that ledge up there. Oh, der alte HEVs, Charger. Alright. See if you can stack some stuff to climb up here. Das funktioniert halt auch richtig gut. Grab something with your secondary trigger, then press the same trigger again to drop it gently. All right. Ja, bitte. Warnung vor dem Hunde. Okay. Pass mal aus. Call Dog. He loves to play fetch. Dog. Come! So. Nasch mal dem Bein ein Stück Fritt. Go-bon-bon. Good doggy. Gordon, this is Dog. My dad built him to protect me when I was a kid. First model was about yay high. I've been adding to him ever since. Haven't I, boy? Okay, Dog, let's play catch with Gordon. You'll need to use the gravity gun. Go ahead, Dog. Throw! Good catch! Throw another, Dog. Der bestimmt einen Korb werfen, oder? Ja, muss auch klappen. When I told you Dog liked to play fetch, I didn't tell you who'd be fetching, did I? Moment von unten.
No, dog! No, no, boy! Down! Put that down! What is it, dog? Oh my god, what was that? Scanners! Oh, combine sweeping the area! We've gotta head back to the lab! Come on, Gordon! Airlock stuck in a full auto cycle. Is Gordon still with you? He's right here. Good. I want you to... Dad? Take Gordon out of here. Head for the coast. Do not go through Rafe. Dad? Dad! Damn it! Dog, open the airlock. Get us out of here. Hurry, now! Tear it apart if you have to. Just get it open! That's enough, dog. Mach er schon. Gordon, you need to get out of here. I can't leave my father. Dog, take Gordon to the Ravenholm tunnel, then circle around and try to meet up with me. Hurry! Tja, wir gehen nicht nach Ravenholm, wir gehen nach Ravenholm. Und natürlich gibt es hier erstmal eine Menge Stuff. Auszuprobieren. Oh, die Typen kommen nur noch als Gegner, die sind so ätzend. Aber Ravenholm ist ein ziemlich geiler Level. So, ich gehe erstmal meinen Fritt weiter. Dann könnte er mal die Atmosphäre ein bisschen aufsaugen. So, dann machen wir uns hier mal ein bisschen Platz. Okay. Hier ist noch irgendwas, wo ich was explodieren kann. So, jetzt wissen wir gleich schon mal, wie wir die Dinger hier benutzen können. Könnte ich auch anzünden, ist gar kein Problem. Ja,
Ja. Natürlich, wenn du Pech hast. Das ist schon wie im ersten Teil, dass du einfach die Headcrabs runterschießt. Mit. Man weiß ja nie, wofür man die braucht. So, du da unten definitiv nicht mehr. Wer hat hier gerade gesprochen? So, dumm funktioniert. Oh ja. Kommt her, meine Freunde. Kommt her. Ihr seid nicht besonders helle. Ravenholm ist so super. Ja, ich würde sagen, durchaus adäquat, was wir hier machen mit dem Ding. Die Knarre ist der Hammer. Die kleinen Fliegen, die hier rum. Die sind so Öseln. Ja, scheiße, das war jetzt. Aha! Das war jetzt sehr schön dumme Nummer. Das war jetzt ein bisschen unglücklich. Gut, damit haben wir dann noch den ersten Tod hinter uns. So, steht noch irgendeiner? Ne, alle weg. Kommst du raus? Ne, bleibst da drin. Who is this? Another life to save? I'll keep my eye on you. More than that, I cannot promise. Gut, Ravenholm ist dein Spielplatz. Alles klar. Ja, kommt mir rein, die Laufen. Das ist ja schön, Mann. Man kann ja so passiv agieren, auf Munition sparen und einfach zugucken, wie die Typen. Ey, soll das für dich brennen? Ja. So ein bisschen tun sie einem ja leid, wie sie doch um Hilfe schreien. So, jetzt drehen wir erstmal Gas auf. Wird schon eine ganz schön fiese Type.
Ja, die Biester hier, die wären auch noch richtig ätzend. So, das Ding nehmen wir uns mal mit. Das sind viele, wa? Kann sein. Das ist meine Gasbude. So, noch irgendjemand, der sein Fett hier weghaben möchte? Ihr hier. Na, dann kommt mal. So schöne Szene gesetzt. So. Warte, wir sparen hier ein bisschen Gas. Ja, wie soll ich jetzt hier rüberkommen? Nee, so funktioniert der Trick nicht. Über die Kuh klettern konnte. Das ist ein Half-Life-Versteck. Da oben noch eine Kiste oder irgendwas, die wir nutzen können. Jetzt ein Tisch hier mit raus, mir auch egal. Bisschen erfinderisch hier. Leute, ich will irgendwie hochkommen. Ich bin ziemlich ernst damit. So muss der Trick funktionieren. So, schon wieder nicht. Nehmen wir den Tisch mal mit und gucken, ob wir da drüben über das Dings kommen. Ups. Weg bist du sonst nicht? Wie wir das machen sollten. Ja, gut. Aber ich komme hier oben ins Haus nicht rein. Man kann jetzt hier vorne nicht schon komplett hängen bleiben. Stimmt da irgendwas nicht? Wir drehen das Gas mal zu, alles klar. Sind hier oben vor der Gasbuddel? Nee. Das Ding brennt einfach vor sich hin. So, da oben kommst du nicht hoch. Aber gibt es denn irgendeine Stelle, die ich hier komplett übersehe? Ey Leute, helft mir mal. Was ist denn hier los?
Karte hochwerfen? Nee. Das auch nicht. Ja, sag mal, wie soll denn das gehen? Sie können Gravitron ziehen? Sag mal, kann mich doch nicht so glatt anstellen. Nur 5 Minuten Ravenholm und hier geht schon nichts mehr. Hier hinten irgendwo lang. Nee, war der Bereich. Von da sind wir gekommen. Warte, dann hilf mir doch mal, wenn hier schon kurz vielleicht rumstehst. Dann drehen wir hier erstmal zu. Naja. Manchmal kann es so einfach sein, ne? Half-Life-Symbol. Das heißt, wir haben hinten noch ein Versteck liegen. Achso, da kommen wir dahin. Wir haben es ein bisschen anders gelöst. Gut. Da sind wir anscheinend auf einen sehr komfortablen Wege hingekommen. Wir haben es ein wenig anders gemacht. Viel Spaß. Ah, stehst du noch auf? Nee. Gut. So, erstmal mit einem guten Radiator ein bisschen Rabatz. Super, wir konnten es ausschalten. Und hier sehen wir auch so eine ganz hässliche Unart. Wie so einen schwarzen Biester. Noch so ätzend. Wenn die dich anspringen, die ziehen ja erstmal die komplette Lebensenergie ab, die sich dann langsam wieder regeneriert. Die stecken auch einigermaßen gut ein. Ja! So, kriegst Nervengift und damit springen wir dich dann an. Super. So, jetzt aber hast du dich weiter, weil wir haben genug Zeit hier vertrödelt. Well done, brother. Make free use of my traps, but take care not to fall in them yourself. Behind you! What? In oh. Ravenholm, you do well to be vigilant. Gib mir Mühe. Ich kenne nichts mit dem irgendwie.
Die Granate hatte ich gehabt. Sehr schön. Damit geht's natürlich auch. Ah ja. Oh, meine Freunde, kommt mal bitte her. Ich habe hier eine Überraschung für euch. Ja, der sein Fett hier weg haben möchte. Na dann, kommt mal her. Euch zwei quetschen wir noch weg und dann holen wir uns hinten das Secret. Ganz hinten in der Ecke. Okay, also das Auto muss generell nach unten, weil wir müssen da noch eine Etage höher. Die Idee war schon komplett richtig. I am Father Grigori. You have already met my congregation. Mann, Grigori, ich glaube, die Zetalini hat dir nicht gut getan. Absolut gar nicht. Mann, geht's hier vorne? Ja. Geht's hier vorne noch irgendwo hin? Natürlich nicht. Gut. War jetzt voll für die Katz, da hochzugehen. Na, egal. Ladescreen? Ladescreen. Ah! Bullets are the least of your concerns. For the dead know no sleep in their grave, nor dost thou remember them until they are destroyed through thy hands. Da ist eine ganze Menge von den kleinen Biestern unterwegs. So, mich würde natürlich mal interessieren, was hier unten noch drin ist. Oder ob ich überhaupt runter muss, weil theoretisch glaube ich nicht. Egal, wir gucken einfach mal rein. Egal, jetzt sind wir unten, dann können wir auch wieder nach oben gehen. Irgendwie werden wir wieder hochkommen. Medipack eingesammelt, was komplett nutzlos war.
Ach nee, wir hatten Iglo runter im Must. Okay. Although they call me crazy, I care not, for thou art my helper, my strength, and my strength. Vermute mal, hier geht's weiter. Ich will da drüben noch mal reingucken. Ihr seid ganz schön nervig, ihr Biester. Wusste ich doch, das hat sich gelohnt. Nicht. Ja, manchmal ist es ein bisschen schwierig, du bleibst einfach bei den Leitern immer wieder hängen. Stört ein bisschen den ganzen Gameplay-Fluss. So, ihr seid ja aber alle schön. Gut, und bleibt mal liegen. Danke. Kriegst du jetzt einen Tisch hier ab. Tisch lässt sich schwer argumentieren. So, mal gucken, wie das hier weitergeht. Kurz speichern, mal gucken, wie lang die Folge bereits ist. Oh, die ist schon eine Dreiviertelstunde. Wir werden an der Stelle mal Pause machen und setzen die Sache in der nächsten Folge fort. Bis dahin, Tschüssikowski.